Und schon ist das krasse Teil tot. Okay, lass mal die restlichen Hündchen da töten. Okay, der ist tot und der hier ist auch am Sterben. Aber ich habe schon wieder keine Frostwaffen. Und ich sehe keine Steinrüstung. Hat irgendwas gedroppt? Außer diese tolle EP, die ich von ihm gekriegt habe. Scheint nicht so. Was sind das alles für Wege hier? Egal. Einfach weiterlaufen. Wir haben nichts gesehen. Weiter nach Ostagar. Diese Wege. Wärst du, wenn du richtig läufst? Na los, lad schon. Und natürlich treffen wir hier direkt auf dunkle Brut. Ich meine, ich habe es jetzt nicht anders erwartet, um ehrlich zu sein. Erhaltene Gegenstände? Strange. Wenn wir jetzt auf die Map gucken. Sie wissen, wie man einem Ort ein trostloses, unheilvolles Gefühl verleiht. Okay. Eispfeil. Das sind so ein paar vereiste Leichen scheinbar. Hier geht's nicht mehr runter. Also haben wir nur die eine Möglichkeit, den Weg zu wählen. Das wäre der hier runter. Oder? Nein, auch nicht. Ja, wo denn dann? Hier hinten durch, oder wie? Scheint so. Na los. Was ist hier los, Leute? Keine Partystimmung? Hier vorne ist Partystimmung. Kriegsrat. Und es sind gar nicht so viele, sehe ich gerade. Oh, 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 oh. Oh, Herlock, Schreiter. Kettenblitz, okay. Es ist auf jeden Fall ein etwas stärkerer, aber jetzt auch nicht so stark, dass wir nicht besiegen könnten, um ehrlich zu sein. Also, hat man ja gerade gesehen. Interessant. Ich habe jetzt irgendwie gedacht oder gehofft, dass es vielleicht ein bisschen stärkerer Gegner mal wäre. Naja. Vielleicht werde ich die Schwierigkeitsstufe auch ein bisschen hochstellen, jetzt mitten im Game da mal ein bisschen. Könnte ja auch nicht schaden. Herlock-Schreiter hat Kalens Beinschienen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder weinen soll, aber das hier hat eindeutig Kalen gehört. Ich verstehe. Kein Zweifel. Kriegsrate mal. Okay, ich habe die Schuhe von Kalen. Gucken, ob ich die direkt anziehen kann sogar. Könnte wahrscheinlich gehen. Ja, kann sogar. Geht sogar. Interessant. Boah, wenn ich jetzt die ganze Rüstung von Kalen kriege, schon ziemlich geil. Schwacher Wundumschlag. Ich könnte hier hinten runter. Aber ich gucke jetzt erstmal nochmal, ob hier oben irgendwas ist. Ich meine, ich gehe jetzt nicht von aus, aber... Ja, war nichts hier leider. Schade, schade. Aber Kalens Rüstung zu kriegen ist, glaube ich, schon relativ gut für unsere Stats. Ja, puh, sind so ein paar Gegner, ne? Ja, die kriegen wir auch locker. Diesen Eitschlag da. Ah, okay. Ich stöße die sogar mit dem Schlag weg. Ist natürlich krass, krasses Teil. Und er ist auch tot. Und dann bleiben nur noch diese drei hier übrig. Gerlock Schmiedemeister. Das ist natürlich auch krass. Das ist auch wieder so ein typischer, Anführungsstrichen Miniboss. Rüstung weg und tot. Diese Finishing Moves sind der Hammer. Ich wünschte, davon gäbe es irgendwie mehr, aber ich weiß auch gar nicht, wie man die auslöst oder sonstiges.
Herlock Alpha. Yep, da habe ich gar keinen Bock drauf. Leute, wir gehen mal alle auf den Herlock Alpha. Und der müsste auch gleich tot sein. Und da ist wieder so ein geiler Finishing Move. Dieser ist aber bei dem Boss, beim Alpha. Das sieht mal richtig geil aus. So, den stößt man hier um. Dann haben wir wieder ein Problem weniger. Das heißt, sind nur noch diese beiden Genlocks hier übrig. Los, stirb. Und du auch noch hier, komm. Komm her. Perfekt, tot. Und jetzt müssten wir aus Outfit kommen, sehr gut. Und können auch schon wieder looten. Säurebeschichtung. Dämonensekret. Von liegt noch ein bisschen Trash. Schlüssel für die königliche Waffentruhe. Ich hab's gefunden. Ah, hinter einem losen Stein. Es ist ungefähr so gefühlte 4 Kilo Steine, die da rumlagen. Glückwunsch. Truhe? Okay, sehr gut. Langbogen. Mitnehmen, verkaufen. Jetzt kann ich das Geld sehr gut gebrauchen. Dolchroter Stahl. Schlecht. Schade. Also roter Stahl scheint mitunter eines der besten Materialien derzeit zu sein, die ich erreichen kann. Ein Saphir. Hier hinten scheint nichts zu sein. Nein, hier hinten ist nichts. Schwere Kettenrüstung ist hier noch. Aber ansonsten nichts. Toter Mabari. Feuersteingeschirr. Ja, hilft mir. Ja, Leute, wollt ihr vielleicht irgendwann mal helfen? What the fuck? Herlock Vorhut, okay. Einmal alle umstoßen. Einmal alle töten. Erstmal, glaube ich, sollten wir die ganzen Kleinen töten. Sobald die tot sind, haben wir auch die Möglichkeit, den Großen umzuhauen. Zumindest macht er jetzt nicht so viel Schaden, glaube ich. Okay, wir sollten ihn vielleicht auch umhauen. Aua. Na los. Ups. Schöne Enthauptung auf jeden Fall. Sieht man auch nicht alle Tage heutzutage. Und ja, es scheint ein neues Item vom König hier zu sein. Kaelins Schild. Ja, das ist natürlich ein geiles Teil. Ich bin nur kein Tank. Heißt eindeutig, Alistair, du darfst von deinem verstorbenen Freund das Schild anziehen. Das ich gerade nicht wiederfinde. Ach doch, da ist es. 32 Stärke. So viel hast du nicht. Tut mir leid. Na, da hast du halt Pech gehabt. Das tut mir leid. Ich möchte den eigentlich schon looten, aber... Naja, egal. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Nur müsste ich jetzt mal die königliche Truhe finden. Denk mal, mit hier oben sein vielleicht sogar. Hier ist auf jeden Fall nichts. Hier ist eine Truhe. Ah, Kaelins Truhe, genau. Merricks Klinge. Sieht sehr gut aus. Nach diesen Dokumenten zu urteilen, ist es bedauerlich, dass wir nicht mehr Vertrauen in Orlais und weniger in den Schwiegervater des Königs hatten. Über solche Schwerter werden Lieder verfasst, die die Zeitalter überdauern. Okay. Liliana, hast du nicht mal Bock auf eine richtig geile Klinge? Ja, sieht doch ganz geil aus. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe eigentlich gehofft,
dass es eine Zweihandwaffe ist. Dass ich auch mal die Möglichkeit habe, ein bisschen Schaden, mehr Schaden rauszuhauen. Aber ich meine, wenn. Jetzt kriegen wir noch ein, zwei Runen für Liliana und dann macht die da top Schaden. Da müssen wir auch irgendwann mal auf Schaden gehen bei ihr. Weil bisher sind wir immer nur auf Schlösser knacken gegangen. Die Sache ist die, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was wirklich meine Aufgabe hier ist, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, ich muss jetzt noch den Leichnam vom König finden. Ja, oh, leg dich da einfach mal hin. Ja, Spannhandschuhe. Die sehen auf jeden Fall geil aus, aber ich glaube nicht, dass die irgendwas bringen. Ah, hier unten noch irgendwie Leichnam gewesen, aber gerade. Nee, haben wir nicht. Hier ist auch nichts. Ich habe doch gerade schon was gehört hier. Ah! Ich dachte mir gerade schon so. Ich hab doch gerade irgendwas gehört. Ah. Hoppala, eine Falle. Und. Okay, ich brauche eindeutig ein bisschen mehr. Energie. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen regenerieren reinhauen. Hier, Rüstung zerreißen. Den Typen töten. Die beiden Typen töten. Obwohl, wo kommt der her? Und tot ist er. Jo, so. Outkampf kommen. Looten. Bisschen Geld ist immer gut. Gut, Geld ist echt immer gut. Säurebeschichtung. Ansonsten ist hier nichts mehr. Power. Schade. Oh, ist ja noch irgendwo geiler Loot. Die Kisten, Armbrust und Hände. Die sind auf jeden Fall. Ah, warte mal. Stimmt, die linken sind die ich kriege, bedeutet das hier. Schnelles Zielen. Ah, okay. Dachte ich mir auch schon. Das ist nicht so gut für mich. Liliana, deine Aufgabe hier. Großschild der dunklen Brut. Ja, okay, ist jetzt auch nicht so gute Sachen, sag mal so. Nur ich weiß immer noch nicht, wo ich lang muss, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt hier alles erforscht. Okay, ich könnte, glaube ich, hier rechts rein. Genau. Oder kann ich hier. Oh, nein. Hier oben könnte ich vielleicht auch noch lang. Müsste ich mal gucken. Und ich sitze hier so relativ unbequem da, um ehrlich zu sein. Ich muss mal richtig hinrücken. So. Jetzt schläft mein Bein nicht mehr. Sehr gut. Okay. Ich denke, wir müssen hier runter. Ja, wir müssen hier hin. Na los, dunkle Brot, ich warte.